Für ihre Arbeit über den Abbau von Proteinen in Körperzellen bekommen drei Wissenschaftler aus den USA und Israel den diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Die israelischen Forscher Tsichanova und Hershko und der Amerikaner Rose hatten herausgefunden, dass nicht mehr benötigte Zelleiweiße zuerst mit einer Substanz markiert und anschließend zerstört werden. Mit dieser Erkenntnis schafften sie nach Ansicht der Königlich Schwedischen Akademie in Stockholm die Voraussetzung für ein besseres Verständnis vieler Krankheiten. Nach dem Ausstoß einer großen Dampf- und Aschewolke hat sich der Vulkan Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington wieder etwas beruhigt. Auf dem Kraterboden entdeckten Geologen mehrere neue Öffnungen, aus denen Gase austreten. Den dichten Dampf führen sie auf aufsteigende Magma im Innern des Berges zurück. Der Lavahügel über dem Ausgang des Schlotes hat sich inzwischen um bis zu 50 Meter gehoben. Für die Experten ein Zeichen, dass eine größere Eruption kurz bevorsteht. Der Nationale Ethikrat hat der Bundesregierung heute mehrheitlich empfohlen, die Biopatentrichtlinie der EU rasch umzusetzen. Es geht um die Frage, wie weit menschliche, pflanzliche und tierische Gene oder Gensequenzen patentiert werden können. Die Mehrheit des Rates sieht inzwischen auch einen zeitlichen Druck. Wenn die seit 6 Jahren bestehende Richtlinie jetzt nicht in nationales Recht umgesetzt werde, drohe Deutschland eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Frage ist kompliziert. In welchem Umfang darf die Nutzung des Erbgutes patentiert werden? Menschliche Gene produzieren zum Beispiel Eiweiße, die wiederum medizinisch verwendet werden können. Die Patentierung hat für Forschung und die pharmazeutische Industrie enorme Bedeutung. Eine Mehrheit im Ethikrat empfiehlt deshalb, großzügig Patente für die komplette medizinische Nutzung von Genen zuzulassen. Nun, ein ganz kritischer Punkt ist vor allem für die Arzneimittelindustrie, ob die Angriffspunkte für Arzneimittel, die man auch Targets nennt, ob diese Angriffspunkte patentierbar sind. Wenn man sagt, das geht grundsätzlich nicht mehr, weil wir Gene und Proteine nicht patentieren können, dann wird sich der Trend sicher verstärken, dass die Forschung in den USA, wo der Patentschutz ohnehin sehr viel breiter ist, auswandert. 11 der 25 Ethikrat-Mitglieder fordern dagegen in einem eigenen Votum strengere Regeln für das deutsche Biopatentgesetz. Sie wollen eine Begrenzung des Patents auf eine spezielle Funktion und damit nicht alle Nutzungsmöglichkeiten. Es soll keine Patente auf menschliche Organe und embryonale Stammzellen geben. Und die Zustimmung der Erbgutspender zur Patentierung soll vorgeschrieben sein. Wir fordern, dass derjenige, der Genmaterial oder Zellmaterial spendet, auch darüber informiert wird, dass dieses Material gegebenenfalls patentiert werden kann und zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden kann. Bereits heute sind viele menschliche Genfunktionen patentiert. Das deutsche Gesetz kommt deshalb eigentlich zu spät. Wenn es wie geplant im Herbst verabschiedet wird, kann es immerhin noch den Umgang mit Patenten für tierische und pflanzliche Gene regeln.